Hallo zusammen. Heute werde ich eine LTE-Antenne montieren und für den besten Empfang ausrichten. Ich zeige euch, wie das funktioniert mit der Software und ein paar theoretische Sachen über LTE-Antennen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne hier unten in die Kommentarbox. Und los geht's! So, ein bisschen Hilfe habe ich auch. Das ist Guy und Merlin. Und zwar habe ich mir hier eine Richtantenne besorgt. Den Unterschied zwischen den verschiedenen Antennentypen, darauf gehe ich noch ein bisschen ein. Und den Halter, der wird an einer vorhandenen Stange, an der die Satellitenschüssel ist, befestigt und daran kann ich dann die Antenne befestigen. Dann gehe ich jetzt mal aufs Dach. Bevor ich jetzt aufs Dach gehe, erkläre ich euch noch den Unterschied zwischen den Antennentypen und wie ihr den besten Mast für euren Empfang finden könnt. Das hier ist eine Richtantenne, die habe ich mir besorgt. Da ich auf dem Land wohne und nicht so eine große Auswahl zwischen Funkmasten habe, die Richtantenne, wie der Name schon sagt, wird auf einen Mast gerichtet und verstärkt dann das Signal dieses Mastes. Das ist, wie gesagt, eher von Vorteil auf dem Land, wo ihr nicht so viel Auswahl an Masten habt. In der Stadt hingegen ist vielleicht eine Rundstrahlantenne besser. Diese empfängt Signale aus mehreren Richtungen und kann auch Signale, die durch Häuser reflektiert werden, empfangen. Um einen passenden Mast zu finden, habe ich drei Seiten benutzt. Das ist einmal Cellmapper, dann Höhenprofil und von der Bundesnetzagentur die EMF-Karte. Starten wir mal mit Cellmapper. Im Menü geht ihr auf Search, gibt euren Ort ein. Das ist dann der Wohnort. Bei Provider stellt ihr hier den Provider, den Anbieter eures Mobilfunknetzes ein. Bei mir ist es O2. Und dann bekommt ihr in eurem Gebiet die Funkmasten angezeigt. Wenn ihr auf einen Funkmast draufklickt, könnt ihr sehen, in welchem Gebiet er abstrahlt. Das wäre jetzt auch der hier, den ich gewählt habe. Die anderen, der hier geht gerade noch so, aber die anderen strahlen in andere Richtungen ab. Also ich muss mich leider zwischen den beiden hier entscheiden. Und der sieht für mich am besten aus. Aber dann kann es immer noch vorkommen, dass ein Berg dazwischen ist. Und dafür gibt es von LTE-Anbieter.info ein schönes Tool. Hier gebt ihr auch wieder euren Ortsnamen ein. Die Geokoordinaten könnt ihr aus Google Maps rausholen. Das benutze ich jetzt nicht. Im Expertenmodus könnt ihr die Höhe des Mastes angeben, des Funkmastes, und die findet ihr, die Höhe findet ihr auf der Seite der Bundesnetzagentur. Hier oben nochmal den Ort eingeben. Das war dieser Funkmast. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr nochmal auf Cellmapper gucken, dass es auch passt. Und hier steht die Montagehöhe des Mastes. Ich habe da mal 30 Meter angenommen. Das kann man hier eintragen, die Höhe der Antenne, wie hoch die Antenne über dem Boden montiert ist und die Sendefrequenz dieses Mastes. Das steht auch hier im Cellmapper drin. Hier Frequenz. Dann müsst ihr hier den Mast noch an die passende Stelle ziehen, falls ihr die Geokoordinaten nicht eingegeben habt.
Wenn ihr dann alle Angaben richtig eingegeben habt, dann seht ihr dieses Bild hier. Das ist das Höhenprofil. Hier oben ist der Mast. Der hat eine bestimmte Höhe. Und hier unten ist meine Antenne. Also sehen wir, es geht gerade noch so hier am Berg vorbei. Wenn jetzt der Mast ein bisschen tiefer wäre, dann wird es schon Probleme geben. Hier oben kann man es auch nochmal sehen, wenn ich mit dem Mauszeiger auf den Berg gehe, sieht man oben den Pointer, wo dieser Berg ist. Es ist auch wichtig, dass der Mast nicht von einem Berg verdeckt wird. Darauf auch achten. Die Links zu den drei Seiten schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die Antenne ist montiert und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr es am besten ausrichtet. Nun zur Einstellung der Antenne. Als erstes macht ihr eine grobe Einstellung über die Balkenanzeige. Wenn ihr vorher drei Balken hattet, dreht ihr die Antenne so, bis ihr vier oder fünf Balken habt. Dann habt ihr schon mal die grobe Richtung zu dem Funkmast. Und danach geht ihr auf die Oberfläche eures Ruders oder benutzt irgendein Handy-Tool. Gibt verschiedene LTE-Watch oder andere. Schreibe ich euch noch unten in die Beschreibung ein paar Links dazu. Ich habe das über die Oberfläche meines Ruders mit dem Laptop in der Nähe der Antenne gemacht. Wenn ihr die Balken eingestellt habt, das ist wäre hier der RSSI-Wert. Danach kommt dann die Feineinstellung, und zwar sind das die Werte RSRQ für Qualität und RSRP für Power. So, umso näher die Werte bei 0 sind, desto besser. Also die Antenne dann ganz langsam ein Stück drehen, kurz warten, ob der Wert besser oder schlechter wird. Im Zweifelsfall wieder ein Stückchen zurückdrehen, dann ein bisschen kippen. Ihr seht auch auf dem Höhenprofil, wo der Mast ist. Also könnt ihr schon mal abschätzen, wie weit ihr die Antenne kippen müsst. Nehmt euch dafür ein bisschen Zeit und macht nicht so schnell, da die Werte relativ träge sind. Wenn ihr dann die besten Werte gefunden habt, dann zieht die Antenne fest, kontrolliert nochmal. Wie gesagt, näher bei 0 ist besser. Das war's dann eigentlich schon. Bei mir hat sich der Empfang jetzt um einiges verbessert, ist nicht weltbewegend, aber die Verbindungsabbrüche sind auf jeden Fall weniger geworden. So, das war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.